Die Welt von Naruto oder auch jetzt mittlerweile von Boruto bringt viele Geheimnisse mit sich. Manche davon sind sehr, sehr düster, manche davon sind sehr, sehr basic und manche davon sind sehr, sehr interessant und haben eigentlich ziemlich viel Gewichtung dafür, dass wir nichts davon wissen. Da immer hier und da Naruto-Wissen weiter verbreitet wird, ist es ein bisschen schwer, das Ganze zu verfolgen, wenn man nur auf den Manga und den Anime achtet. Deswegen dachte ich mir mal, dass ich 5 dieser Geheimnisse herauspicke. Und ich sage es hier schon mal, diese Geheimnisse sind natürlich nicht in jedem Sinne jetzt super, super krass. Aber ich finde, Geheimnis ist schon das beste Wort, um das Ganze zu beschreiben, weil das Video auf viele verschiedene Sachen eingeht. Aber ich möchte nicht weiter Zeit verlieren und sofort anfangen. Gerne Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat, und Abo auf den Kanal, falls ich es auch noch nicht getan habe. Und damit los geht's. Nummer 1, Shikamaru war bereit, 2 Kage zu töten. Ja, das ist ganz schön schnell eskaliert. Und zwar haben wir diese Information aus einer Light Novel. Es gibt ja Light Novel zu Naruto. Einige davon wurden am Ende von Naruto Shippuden adaptiert. Einige davon werden in Boruto adaptiert und sind schon in Boruto adaptiert worden. Aber es sind Informationen, die nicht aus dem Manga stammen, sondern aus einem Buch, was geschrieben ist. Also ohne Bilder, Sad Life für uns. Aber wir haben auf jeden Fall die Informationen davon. Und zwar ist dieser ganze Abschnitt in einem Zeitraum passiert zum Mugen Bandit Arc. Das ist der Arc, der als nächstes im Anime kommen wird, der aus dem Manga adaptiert ist, und eventuell bekommen wir das auch in Boruto, also im Anime. Was ist also passiert? Wir hatten ein Treffen der Kage gehabt, und bei diesem Treffen kam es dazu, dass Naruto Kurotsuchi darauf angesprochen hat, ob es wirklich stimmt, dass sie das Land der Blumen angreifen möchte. Kurotsuchi stimmte ihm zu. Das Ganze stimmte wirklich, aber das würde zu einem Problem führen, denn das Land des Blitzes, also Kumogakure, hat ein Bündnis mit dem Land der Blumen. Das würde Krieg bedeuten und zum 5. großen Shinobi Weltkrieg führen, da Darui sich dann gegen Iwagakure stürzen würde und das Kage-Bündnis würde so zerstört werden. Kurotsuchi meint, dass sie als Tsuchikage den Befehl bekommen hat von ihren Feudalherren. Die Feudalherren sind diese Obermacker, die nichts in der Serie machen, die absolut keine Relevanz haben, aber über alle herrschen, weil sie die Feudalherren sind. Aber da muss man auch sagen, das ist ein Aspekt, der aus dem Real Life ja adaptiert worden ist, deswegen passt das eigentlich ganz gut dazu. Aber ich meine, die sollten sich mal zurückerinnern, wie es im Krieg gelaufen ist. Das war nicht wirklich spaßig für die. Wie dem auch sei, ist es so, dass Kurotsuchi auch sauer ist auf Konoha, dass Konoha immer ein Geheimnis macht um viele Dinge, wie zum Beispiel Sasuke, und eigentlich die wahre Weltmacht ist. Denn sie weiß ganz genau, dass Naruto und Sasuke stark genug sind, um alle zu unterwerfen. Naruto und Sasuke könnten die gesamte Weltherrschaft an sich reißen. Naruto besteht aber hier nochmal darauf, dass er das niemals tun will und sie nur den Frieden wahren wollen. Der Mizukage wirft sich dann auch nochmal ein und sagt, dass alle Shinobi eigentlich nur für ihre Dörfer arbeiten. Deswegen gibt es immer einen Wettstreit und deswegen kommt es auch immer zu solchen Diskussionen und zu solchen Angriffen, also möglichen Angriffen. Shikamaru platzt dann der Klagen. Shikamaru setzt alle Leute, also alle Kage und alle Gehilfen der Kage, unter seinen Schattenjutsu. Das heißt, er hat alle gefangen, und das Interessante ist hier, er schafft es auch, alle gefangen zu nehmen. Alle Kage und alle Gehilfen, das ist schon ein ziemliches Powerhouse, unser Shikamaru. Das muss man jetzt sagen. Naruto struggelt auch dagegen, aber kommt dann ja mehr oder weniger frei. Aber bevor das passiert, droht Shikamaru noch. Und zwar droht Shikamaru, Shojuro und Kurotsuchi den Nacken zu brechen. Also zu töten. Shikamaru war hier bereit, 2 Kage zu opfern, um den Frieden zu wahren. Das ist eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich krass. Natürlich kam es nicht dazu, da Naruto und Gaara das Ganze dann friedlich lösen konnten, aber das zeigt uns auf jeden Fall, dass diese Allianz ja noch offen ist, dass da noch viel passieren kann und dass Shikamaru auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass drauf ist. Mal sehen, ob wir das in einem Anime bekommen werden, aber eine sehr krasse Geschichte, wie ich finde. Damit kommen wir zu Punkt 2, und zwar zu Sasukes Kekkei-Genkai, und zwar nicht ganz. Was ist also der Fall? Wir haben hier wieder eine Light Novel, und zwar Credits hier an Organic Dinosaur auf Twitter. Sie hat das Ganze übersetzt, und zwar Konohamaru hat mit Sasuke zusammengearbeitet. Das ist auch etwas, was noch kommen könnte im Anime, aber aktuell wissen wir nicht mehr. Wie dem auch sei, es war eine kleine Nebenmission. Durch das Rinnegan wissen wir, dass Sasuke Chakra-Elemente leichter lernen kann. Also sind ihm da keine Grenzen gesetzt. Er ist aktuell in Boruto 33 Jahre alt und er war lange unterwegs und hat viel nachgeholt. Was ich hier sagen möchte, er hatte viel Zeit für Training gehabt. Also, in der Leitung wird es folgendes passiert. Sasuke hat das Windversteck und das Wasserversteck kombiniert und so das Eisversteck geschaffen. Doch nicht so wie Haku. Denn Konohamaru fragt, ob es ein Kekkei-Genkai ist, aber Sasuke sagt hier sehr, sehr stark, dass das nicht so ist wie bei Haku und er diese Elemente einfach kombiniert. Also ist es kein richtiges Kekkei-Genkai, wie wir es kennen. Sasuke sagt lediglich, dass er die Elemente kombiniert hat, und das hatten wir auch schon mit Darui gehabt, denn Darui hat auch das Blitz- und das Wasserversteck kombiniert, aber nicht quasi verbunden bzw. verschmolzen.
Holzen, wie wir das von anderen Elementen kennen, wie zum Beispiel beim Jotun, also das Lava-Versteck von Misokagen. Ich finde es zum einen interessant, weil das zeigt, dass Sasuke sich nicht nur auf den Susanoo quasi beschränkt und auch andere Techniken drauf hat, und es ist auch wichtig für Boruto, denn Boruto hat Sasuke als Vorbild, und wenn Sasuke so viel drauf hat, so viel Chakra-Mutationen drauf hat, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Boruto eben den gleichen Weg gehen möchte, und das heißt, dass Boruto mit 20, wir sehen hier beim Timeskip, sollte ungefähr 16 sein, also sagen wir mal so mit 20, vielleicht auch noch ein bisschen jünger, ein ziemlicher Shinobi-Gott sein würde, weil er dann ziemlich viel drauf haben würde, und wir sehen ja jetzt schon in Boruto, dass er sehr viele Chakra-Elemente beherrscht und sehr kreativ ist, also könnte Boruto vielleicht irgendwann den gleichen Weg wie sein Meister gehen. Damit kommen wir zu Punkt 3, und zwar zu Hashiramas Erben, und das ist ein bisschen ja stärker ausgedrückt oder ja überspitzt ausgedrückt, und zwar haben wir Moegi. Moegi ist die ehemalige Kameradin von Konohamaru und war Teil von Team Ebisu, und Moegi ist ziemlich Hex in Naruto bzw. in Boruto, und zwar sie kann das Holzversteck, und jetzt kommen wir zu der Erklärung. Wir bekommen bei Borutos Releases von den Manga-Bändern immer ein paar Zusatzinformationen, also Infokarten für die Shinobi. Zum Beispiel wussten wir auch durch diese Infokarten, dass Shoujo den Schmetterlingsmodus drauf hat, was wir im Manga nicht gesehen haben und was im Anime letztens adaptiert worden ist. Also können wir sagen, dass diese Infokarten stimmen. Das heißt, dass Moegi das Holzversteck hat, denn genau das wurde bei ihr gelistet. Und da ist halt die Frage, hey, wie hat sie es denn drauf? Und man kann ja annehmen, dass sie ein weit entfernter Verwandter sein könnte von Hashirama. Da stellt sich aber die Frage, wieso kann sie das? Weil das alleine reicht nicht aus, um das Holzversteck drauf haben zu können. Das Holzversteck ist etwas sehr, sehr Besonderes. Tsunade als Beispiel war ja auch eine Verwandte von Hashirama. Das heißt nicht gleich, dass jeder das Holzversteck drauf hat. Ich könnte mir aber hier vorstellen, dass wir sagen, dass es ein natürliches Talent ist. Oder es kommt wirklich von der Ninja-Technologie. Ich würde mir nicht vorstellen können, dass man das so in das Databook schreiben würde. Und darüber hinaus, glaube ich, wenn das der Fall wäre, würden wir schon sehen, dass Moegi ab und zu mit der Ninja-Technologie kämpft. Deswegen denke ich, das wird auch nicht der Fall sein. Ich denke, man wird sich schlichtweg dazu entscheiden, dass man sagt, hey, Moegi ist eine entfernte Verwandte von Hashirama. Wäre ja auch irgendwie lustig wegen der Haarfarbe, aber sie hat ja orange Haare, das passt ja sehr, sehr gut zu den Uzumakis, die rote Haare haben, könnte man dann so ein bisschen ableiten. Ich möchte nochmal kurz zu den Infokarten kommen, denn die sind auch weird as fuck. Also die Infokarten von den Boruto-Bändern sind komisch zu deuten, denn es gibt bei diesen Bändern auch quasi Power-Scaling. Da werden Zahlen angegeben, wie stark ein Shinobi ist in der jeweiligen Kategorie. Und bei Konohamaru haben wir zum Beispiel eine Stärke von 160, was ja okay ist. Aber das Ganze wird ein bisschen komisch, wenn wir uns die Stärke von Naruto ansehen, die bei 110 liegt. Und da denkt man sich auch, okay, das Ganze kann eigentlich nicht stimmen. Also sehr merkwürdig. Und das Konohamaru-Naruto-Beispiel ist nicht das einzige Beispiel. Also nehmt das Ganze mit Bedacht an, dass es gut sein könnte, dass wir irgendwann sehen, dass Moegi Holzversteck benutzt. Aber aktuell ist es noch schwer zu deuten. Damit kommen wir zu Nummer 4, und zwar zu Borutos Namen, und der ist eigentlich interessanter als man denkt und nicht nur einfach ein Abklatsch von Naruto. Also natürlich hat man Naruto Boruto genommen für die Vermarktung, das ist ja mehr als klar, aber es gibt noch einen weiteren Grund, den Kishimoto bestätigt hat, und zwar haben wir natürlich die krasse Hyuga-Veranlagung bei Boruto. Er kämpft sehr, sehr oft, wie ein Hyuga kämpfen würde, obwohl seine Ausbildung gar nicht so krass Hyuga-mäßig sein sollte, aber das kann sich natürlich später noch ändern. Wie dem auch sei, Boruto heißt im Japanischen Bolt, und das heißt Schraube. Neji's Name könnte man übersetzen in Screw, und Screw und Bolt sind beides Schrauben, also verschiedene Arten von Schrauben, aber die passen gut zusammen, und das soll das widerspiegeln, dass Neji's Geist in Boruto weiterlebt. Darüber hinaus haben wir noch die Kette von Boruto, die auch eine Schraube ist. Wir haben das Boruto-Bild von dem, glaube ich, ersten Manga-Kapitel, wo wir auch sehen, dass er ein krasses Schraubenthema hat, also beim Bild. Und wir haben die Jacke, die auch dazu passt, dass wir sehen, dass zwei Sachen ja miteinander fungieren, also das Symbol sieht ein bisschen so aus, also kann man hier sagen, dass Boruto ja den Geist von Neji weitertragen soll. Damit kommen wir zum letzten, und zwar zu den Bijus in der Boruto-Welt, denn am Ende des Krieges sehen wir, dass alle Bijus frei sind, und dann wissen wir nicht ganz, was wirklich passiert ist, und das können wir annehmen, und zwar Kurama und Gyuki sollten immer noch zu Hause sein, also in Naruto und Bi ist ja klar. Wir haben dann auch Gaara, bei dem ist es nicht ganz klar, weil wir haben gesehen, dass er mit Shukaku geredet hat, aber er sollte eigentlich kein Jinjuriki sein, also würde ich hier annehmen, dass er einfach noch Restchakra hat von Shukaku und deswegen mit ihm kommunizieren kann, ist aber ein bisschen schwer zu sehen. Das würde aber eigentlich Sinn machen, denn wir haben Naruto als Basis, das hat der Rikudo-Sennin ja gesagt, dass Naruto als Kommunikationsbasis ja fungiert, weil er Chakra von allen Bijus hat und deswegen können sie jederzeit miteinander reden. Das heißt, dass alle Bijus frei rumlaufen, bis auf Kurama und Yuki, und das ist schon sehr interessant, dass sie einfach in der Welt am Rumlatschen sind, aber das führt uns wieder zu Punkt 1 mit Shikamaru, und zwar, ja, wenn ein Kage-Wechsel stattfinden sollte, wenn ein Kage umgebracht werden sollte, was passiert dann, wenn ein Kage an die Macht kommt, der so ein bisschen ist wie Danzo, der sich dann für die
Bijoux interessieren würde. Wir wissen, Kara, die Organisation von Boruto, also die Böse, die hat nichts mit den Bijoux zu schaffen. Denen sind die Bijoux scheißegal. Das heißt, dass ein korrupter Kage eventuell mal einen großen Arc in Boruto bekommen könnte. Aber das ist erstmal Zukunftsmelodie und da können wir leider noch nicht näher drauf eingehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Wie viel davon habt ihr gewusst und wie viel davon habt ihr nicht gewusst? Darüber hinaus würde ich nochmal interessieren, was kennt ihr noch für Sachen, die man in den normalen Run von den Anime oder Manga von Naruto und Boruto nicht so mitbekommt? Weil, wenn ihr noch ein paar Sachen habt mit Quellenangabe, könnte ich vielleicht ein paar 2 machen von diesem Video hier und somit könnte man das Wissen wieder ein bisschen mehr verbreiten. Würde mich da auf jeden Fall interessieren. Ich bin damit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein!